Geht ja wohl nicht. Übrigens, du kannst auch die Zinken erstellen. Breite. In der Breite, ja gut, da reicht aber eigentlich ja einmal Standardeinstellung und gib ihn. Zum Thema Standardeinstellung beim Horsch DLC, bei den Überladebunker reicht da Standard nicht. Wie meinst du Standardeinstellung Bunker? Ich bräuchte mal einen Abfahrer, ich bin hier voll. Oder steht hier irgendwo Anhänger? Da steht ein John Deere mit einem Anhänger dran. Auf dem Feld. Da ist doch. Du kannst doch mit den Überladepunkten, wo du Dünger und Saatgut befüllen kannst, sind doch unten für die Zinken extra was vorgefertigt. Ich bin sofort wieder da. Muss man die Paletten unbedingt einwickeln? Wir schauen uns gleich mal kurz die Anlage an, dann erklärt sich das selbst. Also ihr müsst die gar nicht selber einwickeln, das macht die Anlage schon so für sich. Und ja, die werden immer eingewickelt, macht auch eigentlich Sinn. Hier will ich nicht aufladen. Oh, okay. Oh, hier ist anscheinend ein Steel Buddies Fan gerade mit Michael, wie hieß der, Manosakis, ne? Habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt, fand ich aber früher ganz cool. Oh, ich hätte den Feuerlöscher hier in der Halle abgebaut. Kias darf man auch auf Bayerisch schreiben. Ja, darf man. Bei uns in Hills kann man theoretisch schon mitmachen, aber ich suche da so ein bisschen, ich sag mal, ich habe da gerne Leute, die ich schon ein bisschen besser kenne, dabei. Du kannst in Dreschen. Oh. Mit dem GPS-Code passiert. Naja, der hat sich bei mir verstellt. So. Okay, ne? So. Jetzt hat der Buki den Stream-Start verpasst, ja, hasse. Aber ich sag mal, wir machen heute auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Ohne die Folie gefallen dir die Pellets besser. Du kannst die Pellets auch, meine ich, einfach so verkaufen. Im Biomasse-Heizkraftwerk ZB. Ich krieg den GPS-Code gerade nicht. Irgendwie glitschen die manchmal doch ziemlich über die Zinken. Ich glaube, das ist aber nur bei dem Radlader, also bei dem bei dem Gerät so, dass die da so rutschig drauf sind. Täusch das oder habt ihr Standbild jetzt alle? Nee. Ja, gut. Bei mir ist alles gut. Ja, bei Noob und Bauern TV standen gerade. Lass mich mal kurz ein bisschen was leer. Fangen wir auf der anderen Seite an. Ja, das passt gut, dann kann ich mal Fake schlürfen. Noob Multilager mit drauf oder? Also ich finde eigentlich die Folie drumherum ganz cool. Verkaufen einfach. Achso, gut. Muss gucken, wo war denn das nochmal? Hier direkt um den LK. User joined your channel. Da bin ich wieder zurück. Sorry. Bibi. Hallo. Okay, ich bin wieder da. Ist euch das mal aufgefallen, wenn ihr den die Bremos abbunkert? Die Abkipp-Animation, hört die bei euch im Hänger auf oder ist die einfach nur beim. Bei dem LKW jetzt so, dass die durch die Ladefläche durchgeht. Nee, das ist generell so, aber mir ist schon mal aufgefallen, dass die quasi keine Überladeanimation macht, wenn da nur ganz wenig drin ist. Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich fahre die jetzt im Moment immer bis es komplett voll ist. Ja, wenn es halt nur so, weißt du, wenn quasi das Förderband nur so minimal befüllt wäre, dann sieht man das halt auch nicht. Ich spiele gerade mit Tastatur und mit Tastatur, ja. Und Maus halt.
Ja. Was sind die Zugangsdaten für die Mods? Zugangsdaten, Benutzername, Stroh, Passwort, Bergen. Aber die Sachen gibt's ja alle im Warteraum da in der Beschreibung. So wie es da steht eigentlich. Hier in der Beschreibung. Hier. Ja. Ups. Ups, tut mir leid. Kein Problem. Ich weiß nicht genau, warum die eine Palette da schwebt. Eigentlich, nach meinen Erachtens, sollte die ja ausfahren. So, ich kann wieder abgebunkert werden, wenn jemand Zeit hat. Ich auch, also ich bin auch voll. Soweit. Auch wieder voll. Mach ja schon so schnell ich kann. Nee, ich bunker mich selbst ab, ich bin selbst der Mann. Oder auch nicht. Doch. Haben wir ja schon bei dir auf dem Server, ne, Daniel? Okay, ja, das stimmt wohl. Da machen wir alles selbst. Wann ist eigentlich bei dir wieder Schnappenbach dran? Ja, sobald wir fertig sind mit der anderen Sache. Nee, sehr bald. Dann bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte und ich bin dann mal wieder weg, ne? So. Danke, ciao. Ciao, Justin. Ciao. Ciao. Nein, so einfach, wenn man gerade was am Trinken ist, vernünftig was rauszulabern. Du Scheiße. Problem gelöst. Zu langsam werde ich auch besser erkannt. Mit dem Kran. Gefahr gebannt. In seiner Wissen, worum es geht. Ja. David? Aber es gibt eine enttäuschende Nachricht. Die steht bei der BGA. Die. Ja, also die ist nicht da, wo du bist. Doch. Nee, die sind da oben bei der BGA tatsächlich. Aber ich bin ja bei der BGA. Du stehst bei mir mitten auf der Karte, auf dem Hof, bei Feld 2, bei Wiese 2. Ich bin okay. Voll. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt an der BGA und verlade gerade. Ich bringe da gerade 23.000 Liter. Das ist gut, dann kannst du nämlich das eine Silo mal voll machen. Und das andere... auch, Kannst du meinen Kurs übernehmen? Guck mal bitte. Ich fand deinen Kurs, aber das kostet alles eigentlich. Ja, das sah gerade nicht so aus wegen. Profis machen das so! Ja. Was mich jetzt wundert, David, ist, dass hier ist jetzt zum ersten Mal wirklich ein Wirtschaftszweig, den ich irgendwie ziemlich cool finde. Ja. Weil es halt auch einfach nicht so dieses typische, gut, wir haben halt eine Verkaufsstation mehr ist, ne? Ja. Die kannst du ja noch angenehm, egal wo, platzieren. Du musst ja nicht über die halbe Map fahren. Oh. Dafür. Wird gar nicht angezeigt auf der Map? What? Nein, du musst die erst platzieren. Ich hab aber eine platziert. Wo hast du die platziert? Ich werde jetzt sagen, wo man so gut sieht. Vielleicht geht wieder etwas kaputt. Nur weil ich im Kran sitze. Ich muss sagen, ich komme mittlerweile ganz gut mit dem Kran klar eigentlich. Ist alles Gewöhnungssache. Alles Gewöhnungsserver? Gewöhnungssache. So, ich habe jetzt Gewöhnungsserver verstanden. Nee. So. Da versteht man alles so viel hart. Ich bin da. Welches ist euch heute mal das linke? Das große da. Kannst du anfangen. Ja, irgendwie machen wir gerade nur Pellets, kann das sein? Gut, das ist voll. Ja, weil wir keine Ballen mehr haben. Ja, machen wir welche. Einer weiter hat dröschen. Na, wir brauchen schon, glaube ich, noch relativ viel Schwarz. Da machen zwei ja eigentlich schon Sinn. Ach, da musst du sogar hinten echt reinfahren, dass du da abkippen darfst. Hier fehlt eine Presse. Benutzt, glaube ich, dann. Wir hatten gerade den 939. Also den hab ich. Den haben wir schon. Hä? Wo ist denn der? Lass mich hängen. Boah, jetzt bin ich auch ein bisschen irritiert. Suspekt. Mach mal den Skipper. Nö. Mach mal den Skipper. Ja, das ist nicht schlecht. Hast ja schon in einigen Livestreams und... Ich verwechsel immer die Richtung vom Kran. Das ist das einzige Problem, was ich noch hab. Es sind einfach zu viele Achsen. Du musst quasi von der rechten Seite, wenn du quasi die Halle von vorne betrachtest, von der rechten Seite in Richtung links gucken. Ja, ich weiß. Ich lass das Ding jetzt hier stehen. Nehmen wir den. Philipp TV, danke für dein Abo. Ballen willst du eine Presse? Na, Quaderball? Mit?
Mit dem 8R. Wir haben nur eine. Ja, die ist aber nicht in Benutzung. Was denn? Was fragst du mich das? Eigentlich war das doch so eigentlich in Ordnung. Ist doch eigentlich auch nicht. Egal, Noob. Egal. Das ist Party. Wenn du die Mods geladen hast, Wolfie, dann kannst du bereit hinter deinen Namen schreiben und dann wirst du gleich gezogen. Also Wolfie scheint jetzt gleich bereit zu sein. Ich verwechsel immer diese. Wie läuft denn das hier mit denen, die mitspielen? Wie lange sind die hier? Wir müssen mal schauen, wie viele es werden, weil doch viele anscheinend vorbestellt haben, aber das Add-on heute noch nicht von Amazon bekommen haben. Also solange es überschaubar bleibt, können die Leute einfach so nach und nach reinkommen. Wenn es dann irgendwann richtig voll werden sollte, dann müssen wir das irgendwie so handhaben, dass wir auch zwischendurch wechseln müssen. Da kann man sagen, die aber den nicht blicken lassen, werden natürlich eher rausgezogen als die Leute, die zwischendurch mal kommen. Also ich theoretisch raus. Aber du bist ja ein alter Bekannter. Außerdem, hat Andy den Server hier gestellt. Jo. Andy hat gestellt, Noob hat vorbereitet. Doch. Der einzige, der nichts mit der Sache zu tun hat, bin ich. Bist du. Ja. Das haben wir abgehoben. Ich bin einer persönlichen Einladung gefolgt, sagen wir mal so. Kacke. Aber eins muss ich sagen, mit der Quarterbeinpresse und dem 8R, der 8R lernt fliegen. Du hast zu tun, dass du den mit unter Kontrolle kriegst. Der Tracker mit gelben Felgen, ne? Geht, also ich finde den sehr angenehm zu fahren. Ich finde den auch geil. So. Jetzt muss das ja alles. Hat schon jemand auch Wiesen gemäht? Wiesen machen, nee. Ich habe auch gesehen, dass du jetzt auch Pellets aus Gras machen kannst. Ja, habe ich auch gesehen, tatsächlich, aber das Problem ist auch hier wieder die Performance. Ich habe nur gedacht, es heißt ja Strohberg und nicht Grasberg, ne? Fokus also auf Stroh. Aber das können wir auch tatsächlich machen. Ich werde sogar am Wochenende die Resonanz wirklich so groß und so viele Leute das haben. Leute, die dann hier heute nicht mitspielen können, die können ab morgen Strohberg mit dieser Karte und so weiter und so fort immer noch spielen. Ach, der tut automatisch runterwerfen, ne? Das ist schön. Ich habe am Anfang auch erstmal gesagt, erstmal abladen, da habe ich nur zwei Dinge abgeladen. Da habe ich irgendwie einen komischen Fail. Wieso, was hast du? Kleinen Animationsfehler an der Schaufel. Ich muss sagen, die Ballen kommen ganz schön rausgeschossen aus der Ballenpresse. Was fährst denn, die Quader oder die Rundballenpresse? Quaderballen. Gut, 4000 Liter, ne? Ah, trotzdem. Ja gut, 30 km/h fahre ich hoch. Ja. Das will ich sehen, dass das irgendwo in Real Life gemacht wird, auf dem Feld. Ja gut, die Presse, also... Park Rovi, der kann das bestimmt. Das hat man ja deshalb gemacht, um zu zeigen, was Krone eigentlich da wirklich für eine Powermaschine entwickelt hat. Ja. Dass die mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h wirklich pressen kann. Nehmen wir an, das wird auch machbar sein. Das Problem ist. Das ist machbar, ja. Was hat dementsprechend Leistung? Ist eher der Boden. Der Traktor, ne? Ich denke eher der Traktor, ja. Ja, nee, auch. Nicht der Traktor, der Boden. Also du kannst dich mit 30 über ein Feld hämmern. Was denkst du, wie du dir da die Ohren brichst im Traktor? Du landest das Fliegen drinne. Alles kannst du einmal machen. Ja, Niklas hat zum Beispiel mir letztens versucht zu verklickern, dass die immer 60 übers Feld fahren. Und ich sagte, alles klar. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Erstens der Achsen brechen. Zweitens. Ach so, wie bei Deutz. Biegst nur gegen die Decke. Aber nicht so wie bei Deutz, oder? Ja, bei Deutz, das ist einfach Achsen. Also, das ist ein eingebautes Feature, sagst du. Nee. Hallo Noob. Das ist kein Fail, der Behälter ist voll. Alles klar. Ich habe gerade schon überlegt, wie kann das sein? Weil es auch nicht so richtig reproduzierbar war, ne? Aber
dann habt ihr recht. Du kannst auch, wenn du willst, können wir auch vorspulen, David. Nee. Ich habe zu viel. Also hier die Paletten stapeln sich schon und so. Also es macht. Ja, warte mal. So. Soll ich dann aufhören, Pellets zu pressen? Kannst erstmal. Also auf jeden Fall könnten wir später mal Paletten verladen fahren. Wir haben jetzt nämlich schon Paletten verladen könnten wir machen. Ja gut, ich würde sagen, ich mache noch mein Feld hier fertig. Das ist vielleicht noch ein LKW und dann kann ich dir dann helfen. Echt? Ja. Ich nicht. Okay. Was hast du? Nur jetzt. Standbild. Oh nö, da. Ich hatte eben mal ein paar FPS-Einbrüche, aber jetzt geht's wieder. Ja, das ist bei einer Stelle hier, das ist direkt am Hof dort der Wald. Durch die Bäume ist das. Ja, jetzt gerade wieder, naja. Das ist aber auch bekannt. Wenn du dort in die Richtung guckst, hast du da immer solche Einbrüche. Aber das ist dem Motto auch bekannt. Gewünscht und gewollt. Feature. Ja. Das außerdem. Das ist was ganz Besonderes. Aber trotzdem großes Lob auch an den Motor, der hat hier gut große Mühe gegeben, muss ich sagen. Also ich habe dir da mal was Kleines hingestellt, ne? Ja, ich habe schon gesehen. Dann darfst du ihn gleich voll machen. So. What? Also gut bin ich dann doch nicht mit dem Stapler. Hey, ja, ich auch nicht. Aber ich kann es versuchen. Universal, ja, ein URL oder was? Nee, kein URL. Einen großen Auflieger. Achso, ich sehe es gerade im Stream. War anders. TSIP findet ihr in der Stream-Beschreibung. Wo ich das gefunden habe, den Auflieger. Bei den kompetenten Leuten von der LS Company. Echt jetzt? Ja. Das sind mal die Leute, die mir mal gesagt haben, ja, weil der Club ist für dich immer so gut, ne? Oh. Irgendwie ist die Palettengabelschleuse. Ansonsten nimm doch den Teleskoplader. Oh, okay, ja. Ich musste dir leider jetzt deinen Bunker wieder voll machen. Verdammt, Mario. Du, meine Fahrer, den Scorpion, den wir drauf haben. Ja. Ist das eine neue Version oder? Die von Flori. Achso, gut. Weil ich dachte mir, hä, was sind das für Räder? Geilen Räder. Ich finde es immer noch krass gut. Das ist im Spiel hier natürlich ein bisschen an die Spielverhältnisse angepasst mit der Primus. Aber schon heftig, wie viel Pellets sie vom Feld holt. In echt würde die ja ca. 5 Tonnen die Stunde machen. Also wenn es gut läuft. Bitte. Ich brauche mal an die Kabelgablas. Flosh-Murf, das ist komisch. Ja, da hat wieder jemand Langeweile gehabt im Chat. Hat YouTube wahrscheinlich gerade eben ein Problem, manchmal mit irgendwie seit mehreren Minuten Werbung. Ja, kam jetzt 3 oder 4 Mal hintereinander bei mir Werbung. Okay, ich habe gar nicht auf Werbeanzeige gedrückt. Das passiert, wenn man keine Werbung schaltet. Hat. Muss zwischendurch Werbung schalten. Ach, dann sagt sich YouTube, jetzt machen wir richtig oder wie? Ja, das ist genauso wie bei Twitch, dann machen jetzt einfach zwischendurch. Was haben Leute bei Twitch schon was... Beispiel Leute bemerkt, die ziemlich viele Zuschauer haben. Bei Twitch sind 7000 Zuschauer schon so, als ob du quasi 400-500.000 Views pro Video hast. Und dann da die Leute, das ist jetzt hauptsächlich im AP-Bereich, also Roleplay, dann mittendrin, mitten in der Action dann Werbung bekommen, dann ist das natürlich von Twitch gut, aber von Streaming-Seite schlecht. Ja. Das ist dann richtig Abfuck. Stell dir vor, du bist gerade mitten in der dicksten Verfolgungsjagd deines Lebens, Bullen gegen die Sonne. Ist voll. Rapunzel, lass dein Rauhaar runter. Oh. Alte Säge. Okay. Ach, hallo Domo. Na dann machen wir mal zusammen Pellets. Haben wir lange genug drauf gewartet. Ich wollte gerade sagen, freue ich mich auf on the hills. Ja, aber da wird es noch ein bisschen dauern. Ja. Ja, auch nichts sagen, also wir könnten die Pellets quasi auch aus den Strohballen machen, ne?